Leute, was geht ab, euer am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ja, Leute, bevor wir anfangen, komm, ich weiß nicht, warum ihr alle aufs Video geklickt habt. Ihr seid alles kleine Sims, Real Talk. Ich selber habe auf dieses Video natürlich nur drauf geklickt aus schulischen Forschungszwecken, weil das Thumbnail dann doch schon relativ ansprechend war. Wirklich, Junge, was ist das für ein Thumbnail, Mann? Also das Thumbnail, was ihr jetzt bei mir gesehen habt, ist halt auch wirklich das vom Originalvideo. Deswegen, wir gucken da jetzt einfach mal rein. Was passiert, kann ich jetzt nicht sagen. Aber eins weiß ich, es geht auf jeden Fall um Fortnite-Tänze, Leute. Also gefühlt von allen Tänzen, die im letzten Jahr rauskommen, kenne ich vielleicht zwei oder drei. Deswegen, Leute, ich bin wirklich mal gespannt, was kommt. Ich würde sagen, wir labern nicht lang drum herum. Ihr seht es im Hintergrund, New Fortnite Dances vs. Real Life von Mioroyalalo. Digga, der ist smooth. Krass, den habe ich noch nie gesehen. Ihr werdet aber auch merken, viele Songs sind halt verändert, weil die Copyright haben. Den kennt man aus TikTok und den kenne ich auch, weil Schmocki den oft benutzt. Aber es ist sehr synchron. Fühl dich. Aber warte, bevor wir den jetzt hier einblenden. Nee, ist kein Copyright. Ich will jetzt mal auf den Digga. Fucking Capcom. Ey! Ey, den habe ich mir nicht gekauft einfach. Okay, jetzt wegen Copyright, Leute, wurde es ein bisschen verändert. Aber das ist einer der geilsten Tänze in Fortnite. Also ich fühle den ganz anders. Erst recht mit dem Lied, weil ich es halt auch privat so gerne höre. Okay, der ist schon ein bisschen länger drin, Leute. Der Marshwalk von Marshmello. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr damals bei dem Live-Event dabei wart. Ich weiß schon, okay, Copyright geht wieder weg. Musik ist aus. Nix. Alles gut. Wir gucken das Video einfach weiter, Leute. Das ist halt wirklich Real Talk, dass sie diesen Tanz in Fortnite reingebracht haben. Bruder, aber dieser Tanz, der war im Trend. Da gab's doch kein Depp. So alt ist es schon her. Und jetzt bringen die diesen Tanz rein. Es ist halt komplett lost. Boah, was ist das für ein Tanz? Warte mal. Ich kenne ihn auf jeden Fall. Musik ist auch wieder aus wegen Copyright. Boah, was ist da nochmal für ein Song dabei? Wie heißt der Tanz, Leute? Schreibt's in die Kommentare. Wie heißt dieser Tanz nochmal? Okay, man muss den Song rausmachen. RIP an den Bruder für seinen Arm, Digga. Blenden die ein Video ein vom Typen, den gebrochenen Namen hat. Oh shit. Ich glaube, ist das das Original, wo die das herhaben? Ja, man, den haben wir auch schon mal gesehen in einer anderen Folge. Wir haben auch schon mal Fortnite-Tänze uns angeschaut. Ein paar werden da jetzt natürlich auch doppelt drin sein, Leute. Der darf nie fehlen in keinem Fortnite-Tanz-Video. Das Real Talk, wenn es einen Tanz gibt, der für mich einfach Fortnite ist, dann ist es der. Diesen Song kennt jeder. Die zwei Default-Tänze, Leute, das ist einfach Standard. Ihr wählt den aus. Es gab noch verschiedene Songs damals. Okay, krass, den habe ich auch noch nicht gesehen. Der ist wild. LOL, mit Rollschuhen? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Es sind halt alles diese neuen Tänze. Ich sehe es halt inzwischen auch kaum noch ein, irgendwie da was zu kaufen. Okay, der Crab Dance, Leute, der ist Legende. Den habe ich mir sogar auch noch gekauft in Fortnite. Aber der ist ja auch schon ein bisschen länger drin, oder? Ich weiß gar nicht, war der im Chapter 1 schon drin? Der ist auf jeden Fall... ja, der ist schon lecker, Digga. Alter! LOL! Ich habe das Video dazu noch nie gesehen, das ist original. Hä, hey, wovon ist das, von einem Film? Beste. Oh shit. Irgendein Geräusch kam gerade. Irgendwas wurde disconnected von meinem PC. Ich hoffe mal nicht mein Mikrofon. Orange Justice, Leute. Der krasseste Tanz überhaupt. Der sieht halt einfach aus, als hätte gerade irgendeinen dicken Anfall. Okay, Leute, weiter geht's. Pokimani-Tanz oder Pokiman, wie die Alte auch immer heißt. Keine Ahnung. Fand ich aber eher wack. Also fand ich jetzt nicht krass. Weiter geht's. Ja, ist halt auch ein Klassiker. Finde ich aber auch nicht geil, den Tanz. Oha. Oha. Habe ich noch nicht gesehen. Mashallah. Der ist wild. Ja, auch Klassiker, Leute. Auch Klassiker.
Der Typ, Digga, der fühlt's. Das war der cringigste Tanz in meinem Leben. Junge, dieser Ninja-Tanz, ich schwör's euch. Boah, Fremdschampur. Fremdschampur. Junge, Ninja sowieso. No front, aber, Digga. Das ist... Kann man sich nicht reinziehen. Lol, Michael Jackson. Ja, ist auch... Das ist auch ein Klassiker. Dame tu Cosita, das war ja... Das war ein Trend, das war ein Hype. Ich verstehe bis heute nicht, weshalb. Aber er hat es auch in Fortnite geschafft. Boneless. Boneless, Leute. Der auch Bobber-Tanz. Wenn ihr einen killt und den macht, disrespect sein Vater. Oh, shit. Der ist geil. Der ist richtig geil, Leute. Okay, weiter geht's. Oh, jetzt stehen die Namen sogar dran. Das ist auch so krass. Das habe ich so gefeiert, dass sie so krasse Songs reingebracht haben. Einfach in Fortnite. Aber Savage. Juicy, classy, Hölle. Das ist, ich kann es mir nicht geben, Mann. Wenn ich diesen Song schon alleine auch auf TikTok sehe, ich krieg direkt es kotzen. Also ich, ne, kaufe ich mir never ever in Fortnite. Werde ich mir niemals reinziehen. Oh, die tanzt krass. Tanz krass. Kennt man auch aus TikTok. Ey, wie viele TikTok-Songs drin sind. Ich schwöre, ich hab's gar nicht mitbekommen irgendwie. Jabba Switchway, okay. Oh, shit. Oh, shit, der ist wild. Hä, wie geil. Oha. Ey, Leute, Retalk, ich fühl den. Okay, nächster Tanz, Last Forever. Was? Davon gibt's auch einen? Ey. Lol, was haben die denn für Tänze reingebracht? Ja, okay, den hab ich schon mal gesehen. Den hab ich irgendwie schon mal gesehen. Ist halt echt Abfuck. Digga, ich deinstalliere TikTok nach dem Video, verdammte Scheiße. Ich kenn jeden Song, Mann. Der Typ auch anders am Viben. Krass, Mann. Hey, gefühlt alle Songs, die auf TikTok krass abgehen. Ja, die Bruder, die gibt's hier einfach. Hier weiter geht's mit Smees. Lol. Oh, shit. Ich meine, der Tanz sieht auch super wack aus, aber der Song ist geil. Also der originale Song. Krass. It's Dynamite. Go, Mufasa. Was kommt jetzt? Okay, Mann. Okay, Mann, ich kann mir gar nicht vorstellen, was ist das? Hä? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie der originale Song ist. Okay, Leute, nächster Tanz, Smooth Moves. Okay, okay, okay. Lol, ich glaube, das Video, haben wir das Video schon mal gesehen? Das war von BTS? Das war auch von dieser chinesischen Boygroup, lol. Hä? Das kenne ich übel krass aus Fortnite, aber nicht, dass es von denen ist. Lol. Oder habe ich es schon mal? Guck mal, ich bin so lost. Ich wette, wir haben schon mal auf Tänze reagiert. Ich habe es schon gesehen. Ja, der Klassiker haben wir auch schon ein paar Mal gesehen, Leute. Phone it in, man. Sehr geiler Tanz, aber habe ich mir damals auch gezogen. Aber ist ja auch schon echt extrem alt. Dream Feed, was kommt jetzt? Electro Swing. Ach, Klassiker. Auch Klassiker. Das ist ein geiler Tanz, Leute. Der hatte noch Stil, weißt du, wie ich meine, der Fanbitch. Der war gut. Das erinnert mich so an alte Fortnite-Zeiten. Real Talk. Und Renegade, Digga. Ja, der ist geil. Den fühle ich auch. Da finde ich auch den Tanz geil. Jetzt scheiß mal auf die Musik, aber Tanz ist auch Baba. Advanced. LOL, der mit dem Plus-Minus oben. Habe ich auch noch nie das Video von gesehen. What the Fuegos. Hä, aber warum? Wenn das Original war, warum war der da oben dieses Plus-Minus? Ich raff's nicht. Oh, shit. Oh, shit. Tada. LOL. Aber ich glaube, den haben wir schon gesehen. Das war einer
Das war auch einer der geilsten Tänze. Aber ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst da gerne einen Daumen nach oben da. Ganz, ganz wichtig, schaut bei Mio Yo Royal vorbei, Leute. Link ist in der Beschreibung. Wie gesagt, wenn wir aufs Video schon reagieren, Leute, klickt auf jeden Fall auch noch drauf. Lasst ein bisschen Klicks da. Und ja, das war's mit dem Video. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Haut rein und macht's gut, Leute. Peace.